Minute of Island, ein Indie-Spiel aus dem Hause Studio Fizbin, besticht durch endkrasse Bewertungen und Rezensionen, Empfehlungen von Freunden. Ich fand es auf jeden Fall interessant vom Look her. Erinnerte mich das immer so ein bisschen an Adventure Time, die Zeichentrickserie. Und bin super gespannt, wie das Spiel so ist. Hab vorhin mal kurz reingeschaut, um den Tonbeschlag einzustellen. Weiß aber noch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Hab gehört, es ist aber tatsächlich düsterer, als es zunächst anmuten lässt. Ja, wir gehen natürlich auf neues Spiel. Ich hatte vorhin schon mal angespielt, so ein bisschen Tutorial-Krams gemacht. Und die Einstellung überprüft, aber ja. Ja, man sieht, es hat alles so einen netten Comic-Style. Aber es geht wohl doch um sehr harsche Themen, die einen emotional doch mitnehmen können. Und sowas begeistert mich dann immer. Also, das ist auch der Grund, warum ich A Plague Tale unbedingt spielen wollte, weil es halt auch eher düster und beklemmend ist. Und auf sowas habe ich halt immer Bock. Jo, und dann starten wir einfach mal durch. Ja, natürlich, neues Spiel. Four brothers. Safan. Bagan. Ande. And Afla. Bound by eternal purpose. And a girl named Moor. Moor has learned to sleep under the hissing tubes and the ever-humming chambers. The pumping cylinders give her comfort, the drumming of a job well done. Nothing startles her more than silence. There is no rest for the apprentice. Ja, und da sind wir. Wir sind Mo. Ja, es spielt sich tatsächlich reinweg mit der Tastatur. Also die Maus existiert zwar, man kann sie auf dem Bildschirm bewegen, aber sie hat keinen Impact. Also man steuert tatsächlich rein mit der Tastatur. Also die Pfeile links, rechts sind tatsächlich die Pfeiltasten, nicht WASD. Die werden gleich an anderer Stelle benutzt.
Erinnerungsstücke von der Oberfläche. Das implementiert irgendwie, dass man unterirdisch wohnt. Sieht auch so ein bisschen aus, so Felswände irgendwie. Aber diese ganzen Schläuche, die hier so rumlaufen, das sieht irgendwie doch etwas, ja, etwas organisch aus. Vielleicht so biomechanisch. Okay, kein guter Ort für ein Haustier, ja. Vielleicht für Nacktmull oder so. Zeichnungen, Entwürfe, Baupläne, ja, okay. Also sind wir vielleicht irgendwie sowas wie ein Ingenieur? Schlichte Werkzeuge für Moos, Tüfteleien, ja, okay. Also wir sind Tüftler. Okay, man kann nicht zu diesem Regal hier vorne gehen. Man kann sich aber umsehen. Aufheben. Du hast den Omni-Switch aufgehoben. Okay. Ah, hier haben wir wahrscheinlich so eine Art Inventar. Ja, hier ist nichts mehr. Ja, das hier ist eine Leiter. Sieht so aus. Es sieht ein bisschen aus wie eine Leiter. Habe ich vorhin ja schon mal ein bisschen rumprobiert und dachte ich auch so, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Ja, da öffnet sich eine Tür, die wiederum sehr organisch aussieht. Was ja das unterstützt, was ich vorhin sagte, biomechanisch oder so. Ja, wir können auch rennen. Im kleinen Maße, also nicht so wahnsinnig hoch. Sieht ein bisschen ulkig aus, da sie keine Arme, also sie verschwindet ja immer gleich in dem Pullover wieder drin, aber so wie sie so rumläuft, bisschen eigenartig. Aber ich finde, dieser Zeichenstil erinnert mich halt so ein bisschen an Adventure Time und fand ich eine fantastische Serie immer. Mo has done so much around here, repaired and watched and built, but in this deathly silence, she is once more taunted by the one thing she will never be able to do. Their engineering can be studied and replicated, but their strength they selfishly keep. Despite all the wiring and the manufactured tubes, the engines are powered by physical force. But the kind that no mere human could ever muster. Okay, ich dachte, der tut jetzt was. Ja, weiter war ich auch noch gar nicht. Ich wollte nur mal so ein bisschen bisschen schauen, wie die Steuerung funktioniert, was man mit dem Ton hinhaut, und dann habe ich so an dem Tunnel da vorne aufgehört. Okay, warum sehen diese Klötze da so? Fallen die runter? Nee. Ach, dann kann ich auch, okay. Sieht schon echt creepy aus. Safan,
He was always the weakest of the four. He is struggling to breathe. Even Mole can taste the stale air in her mouth. It seems the ventilation system isn't working properly, but nothing does without the engine. Ah ja, okay. Also müssen wir wahrscheinlich da oben... Nee, da. Wir sollen zum Monitor und nachsehen, ob die anderen wenigstens tun. Ja, das ist einer der Brüder, die in dem Intro angesprochen worden sind. Gruselige Gestalten. Aber hier geht's auch weiter. Eine Tür. Funktioniert nicht. Okay. Ach, okay, gut. Kann ich runter? Nee, okay. Ich bin ja neugierig, ne? Runter und Space. Nee, okay, also in Tod stürzen kann man sich nicht. Da sind wir auch schon an den Grenzen unserer Belastbarkeit. Das ist also zu hoch zum Springen. Können wir mit diesen Schläuchen was anfangen? Nein, okay. Aber sieht cool aus. Also ich finde, das sieht... Hat was. So was ganz Eigenes irgendwie. Oh Gott. Without power, the observatory is not much use. Okay, das ist der Monitor. Oh, den Omni-Switch. So, das muss man gedrückt halten, ja, okay. Guck mal hier. Ein Strom, ja, okay. Da sind wir aber dabei, das zu klären. Achso, hier kann man hochklettern. S und D. Das hat offensichtlich jemand programmiert, der mehr Finger hat als ich. Geht aber. It hits Mo like a punch to the chest. It is all four of them. They all broke at the same time. Failed at the same time. Something grave must have occurred. But what? Die Oberfläche, ja, okay. Aber die Tür da rechts ist aufgegangen. Dann führt uns das vielleicht zur Oberfläche. Ich habe immer noch ein bisschen Panik, dass wir irgendwie auf Gegner treffen. Weil ich noch gar nicht irgendwie gelernt habe, irgendwie hauen oder so. Also ich habe zwar dieses Ding. Und das weist mir so ein bisschen den Weg. Da oben ist dieser kleine... Ein Pfeil dran. Ja, aber ich habe irgendwie nicht zum Schießen oder sowas oder Schlagen
zum Draufhüpfen ist es auch, aber das passt auch zum Spiel überhaupt nicht. Vielleicht ist es tatsächlich bloß, dass wir so eine Art, ja, dass wir dann vielleicht mal ein Rätsel unter Zeit lösen müssen oder sowas. Ich weiß halt noch gar nicht so richtig, was mich hier erwartet. Ich bin wirklich bloß über den Artstyle gestolpert und habe gedacht, okay, das sieht richtig cool aus, da hast du Bock drauf. Dann habe ich halt eben gehört, dass es so ein bisschen Themen behandelt, die... Oh, ah, guck mal, wir haben Fallschirm. Themen behandelt, die den einen oder anderen halt beschäftigen. Und das hat mich interessiert. Without the veil, the air is too toxic to breathe. And just as Moore feared, the vents have all shut. The poison is kept out. But so is the oxygen. Safan is slowly suffocating, and the other three may have it worse. Wahrscheinlich etwas, was uns besser nicht treffen sollte. Rutschen wir mal schnell durch. Wie machen wir das? Ja, direkt hinterher und dann gleich springen. Oder so. Geht auch. Ja, interessant. Wir schleichern irgendwie so das Gefühl, dass man im Inneren eines Körpers ist, ne? Luftzufuhr. Sind wir womöglich in diesem Wal? Das war dann wohl so das Intro, der erste, naja, anders, Kapitel 1. Ja, ziemlich cool irgendwie. Also ich weiß immer noch nicht so genau, was mich erwartet, aber es sieht einfach fantastisch aus, wie ich finde. Und hat eine unglaublich fesselnde Stimmung. Ja, bin begeistert, werde auf jeden Fall weitermachen. Und dieses kleine Projekt dann nebenher laufen lassen, während A Plague Tale noch weiterläuft. Oder gerade angelaufen ist, besser gesagt. Ja. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen.